Hallo liebe Dartsportfreunde, ich war schon immer ein Fan des gemeinsamen Miteinanders und guter Nachbarschaft und daher auch davon, ein Dartboard zu dämmen oder gar von der Wand zu entkoppeln, damit wir halt morgens, mittags, abends oder wann immer wir lustig sind, darten können, ohne aber Mitbewohner oder eben die Nachbarschaft zu stören. Denn was uns selbst manchmal gar nicht so bewusst ist, es hört sich für andere ungefähr so an. Das ist ein Thema und es kann auch nervig werden. Auf jeden Fall für andere, denn Dartboards sind nicht leise, auch Steel-Dartboards nicht. Dazu habe ich auch schon mal einen ausführlichen Videobeitrag gemacht, wo ich Single, Dual und auch Triple-Core-Dartboards miteinander verglichen habe, denn es liegt nicht am Sisal, sondern an der Befestigung der Scheibe an sich. Standard ist ja eine Zweilochhalterung, die an der Wand montiert ist. Da hängt ihr euer Dartboard ein und dann fixiert ihr, zumindest bei den Winmore und Nodor-Dartboards, mit diesen drei Schrauben entsprechend an der Wand. Aber eben auch den ganzen Schall über die Wand in benachbarte Räume überträgst. Teilweise auch über ein Stockwerk über oder unter dir, weil klar, so eine Wand, die resoniert. Das heißt, man kann es sowohl oben wie auch unten durchaus noch wahrnehmen. Und je nachdem, wie so die Bausubstanz ist und wie du selber dartest und wann du das so machst, kann das wirklich störend sein. Darum finde ich, ist das Entkoppeln des Dartboards auf jeden Fall eine super Sache. Die erste richtig geile, einfach anzubringende und sehr effektiv funktionierende Lösung kommt von Dartherz. Ein, zwei Jahre später ist auch Carella auf das Thema aufmerksam geworden und bietet seither ebenso eine eigene Lösung an. Und mit Nodor, also Winmore Red Dragon, jetzt auch einer der ganz großen Anbieter am Markt. Mit dem Winmore Whisper heißt es so schön, einem wirklich neuartigen und direkt mal patentierten Konzept. Jetzt laber doch nicht immer so sachlich rum, Alter. Sag doch, dass das Kacke ist. Hättest du alleine schon 3 Punkte, wenn ich mir das ankicke, das kannst du das eigentlich gleich knicken. 95 Euro, ey, geht's noch? Entschuldigt bitte. Kalle ist manchmal immer ein bisschen direkt und tut sich schwer, Informationen sachlich rüberzubringen. Sachlich? Sachlich, Alter? Ich sag doch, dass das Mist ist. Das stimmt so pauschal schon mal nicht, aber was Kalle hier meint ist, dass es gewisse Einschränkungen gibt. Das ist vielleicht auch nicht jedem so direkt klar, steht auch nicht immer so in der Produktbeschreibung und genau deswegen lohnt sich ein genauerer Blick und dieses Review. Bleibt dran! Na gut, so, fangen wir mal von vorne an. Hier ist das gute Stück, das Winmore Whisper heißt es ja. Ich muss sagen, ich war erstaunt, wie groß dann der Lieferkarton eigentlich ist. Denn wenn ihr mal vergleicht, das ist tatsächlich genau die Höhe von meinem faltbaren Oki, also der Konsole, ne, wenn es hier eingeklappt ist. Aber klar, das ist ja quasi der Außendurchmesser Dartboard und Surround. Genau da außen drum wird ja dieses Entkopplungssystem dann angebracht. So, und das Ding, klar, kommt von Winmore. Abgebildet ist natürlich auch ein Winmore Dartboard, aber eben nicht nur, weil es von Winmore kommt, sondern das ist dann auch schon die erste Einschränkung. Da komme ich gleich dazu. Auch schön PDC gebrandet. Wenn man nämlich mal den Karton umdreht und da nochmal explizit auch auf die Beschreibung schaut. Der vorletzte, designed to fit all Winmore Dartboards. Wenn man das Ding ausgepackt hat, dann ist da natürlich erstmal dieser ganz große Aluminiumrahmen drin, in den hier zwei, ich sag mal, Seile irgendwie miteinander verspannt sind. Die haben auch nochmal hier solche Verschraubungen mit einer Sechskantmutter, wo ich denke, darüber kann man dann die Spannung etwas regulieren und wird es dann hier mit der Kontermutter festziehen, sodass das halt sich nicht lösen kann. Auf der anderen Seite ist es jeweils immer einmal hier eingehakt. Also sage ich mal, okay, hier drin ist wahrscheinlich einfach ein Draht, so wie sich das anfühlt, der hier mit einem Gummi oder so ummantelt ist, dass da nichts scheuern kann und dann wird der halt hier in der Spannung einfach festgezogen. Dazu gibt es dann hier eine, wie soll ich das nennen, eine Scheibe oder eine Disc mit ein paar farbigen Markierungen und Punkten. Mal sehen, wozu das dann gleich gut ist. Natürlich ein Heft, also eine Anleitung, Schnellbohranleitung, leider nur auf Englisch, aber darum machen wir das ja hier auch nochmal auf Deutsch. So, dann gibt es einen Beutel mit relativ vielen Kleinteilen auf den ersten Blick. Man muss sich schon mal ein bisschen damit auseinandersetzen, würde ich sagen. Also, wenn ich hier mal eben in die Anleitung schaue, gut, Winmore versucht es einem schmackhaft zu machen, mit einer kleinen bebilderten Anleitung, Schritt für Schritt, das ist ja soweit auch okay.
Da steht hier oben drüber Whisper Fitting. Also um erstmal den Rahmen soweit wohl vorzubereiten, das sind hier rund 6 Schritte, um das Ganze hinzubekommen. Und dann gibt es hier nochmal auf der rechten Seite, da steht oben drüber als Überschrift Dartboard Fitting. Und das sind dann auch nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte. Also 6 plus 8, das macht dann schon mal 14 Schritte, bis das ganze Ding hoffentlich dann ordentlich installiert ist und hängt. Winmore bietet hier auf der Disk selber auch nochmal einen QR-Code. Hier steht dann auch drauf, Scan for full video instructions. Okay, wenn ihr den QR-Code benutzt, dann kommt ihr auf eine Winmore-Instruction-Seite. Auch wieder Englisch, aber zumindest ja auch im Video alles gezeigt und erklärt. Soweit erstmal okay, aber mit diesem Video gibt es ja dann auch eine deutsche Anleitung. Also, Step 1 ist natürlich erstmal das alte Dartboard runternehmen und die Zweilochhalterung von der Wand, die braucht man dann nicht. Aber die Markierung der Mitte, das heißt, Olli muss mal ein bisschen Werkzeug besorgen und dann wird jetzt hier gebastelt. So, und eine Sache zeige ich euch hier mal. Denn es heißt ja, das Winmore Whisper ist mit allen Winmore Dartboards kompatibel. Hier habe ich eins der ersten Blade 6 Triple Core, als es rauskamen. Ihr wisst selber, die Triple Core Dartboards unterscheiden sich ja von den anderen dadurch, dass sie hinten so eine Carbonfolie drauf haben. Und die Disc, die jetzt mitgeliefert ist, die soll in die 2 Löcher, die hinten im Dartboard drin sind, befestigt werden. Ja, seht ihr die 2 Löcher? Also, dazu muss man dann wissen, dass Winmore aus Fertigungsgründen halt im Backboard immer 2 Löcher hat. Und auch wenn die Carbonfolie drüber ist, man muss hier einfach mal mit den Fingern dann drüber gehen. Und dann merkt ihr hier so eine Einbuchtung. Da habe ich dann ein Loch. Das ist so in etwa in der Höhe von der 6 und dann gegenüber von der 11. Also wenn ich das Dartboard dann drehe und hier auch mit dem Finger wieder drüber gehe. Also wenn ihr das einfache Blade 6 oder Blade 6 Dual Core habt, ohne rückseitige Folie, dann habt ihr natürlich hinten im Backboard direkt ersichtlich diese Löcher, die ihr für die Disc braucht. Und aber das hier ist gar kein Winmore Dartboard, sondern ihr habt es ja auch vorher schon in den Videos immer gesehen, so dass ihr es direkt lesen könnt, auch wenn es auf dem Kopf steht. Das ist ein Nodor. Aber Nodor ist das gleiche wie Winmore Red Dragon. Nodor ist die Überfirmierung, von daher alle Nodor und alle Winmore Dartboards. Deswegen haben die hinten am Backboard auch diese 2 Löcher. Ich muss auch sagen, dass Winmore das in dieser Kurzanleitung, die beiliegt, auch in einem Satz beschrieben hat, dass ihr eben bei den Triple Core Dartboards hinten das Vinyl quasi durchpieksen müsst, dass ihr da auf die Löcher kommt. Also soweit ist das schon erwähnt und steht drin. Ich muss jetzt hier erstmal meine Puckhalterung abmachen, denn die werden wir für das Aufhängungssystem Whisper jetzt gar nicht mehr benötigen. Das ist ja mal ganz in Ordnung so. So, und eigentlich hängt ja dann das Dartboard frei in dem Rahmen. Das heißt, ich brauche auch diese Schrauben hier nicht. Mein Gut, man könnte es jetzt drin lassen, dann gehen sie irgendwie verloren. Aber ich mache das jetzt mal komplett nackert. Hier oben ist auf der Rückseite die 20, hier unten ist die 3. Und so rum, dass man es lesen kann, soll dann die Scheibe auch aufgebracht werden und dann an diesen Löchern hier ausgerichtet. Steht auch dran, Dartboard Registration heißt es hier so schön. So, da ist einmal in dem einen Loch und einmal auf das andere Loch gedrückt. Und jetzt liegt hier so ein, ich würde mal sagen, das ist ABS-Kunststoff, Spritzguss gedrucktes Ding. Und diese 2 Knöpfe nimmt man und drückt sowohl einfach zur Fixierung hier rein und das soll dann die Disk ausreichend halten. So, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann passt das hoffentlich auch rein. Ja, und es heißt auch, man soll noch mal checken. Das Ganze hat ja einen Farbcode, wie man sieht. Hier ist rot, hier ist gelb, hier ist blau, hier ist orange mit dabei. Dass eben die rot markierte Linie oben auf das Triple 20er Segment bzw. unten auf die Doppel 3 zeigt. Also so geht es grundlegend mal los. Und dann soll man jetzt dem Farbcode folgen, also richtig ausgerichtet und hier in die roten Löcher, jeweils 4 Stück, sollen dann diese kleinen, was sind das, Tonnen. Schade, dass die nicht vielleicht aus Alu oder so sind, irgendeinem haltbaren Material. Aber ich hoffe, da hat sich jetzt Winmore auch was dabei gedacht. Diese 4 Pinökel werden jetzt mit den mitgelieferten
auch 4 Schrauben, das sind die kürzeren, da sind dann 8 längere mit dabei, plus Dübel, die braucht man dann später für die Wand, für den Rahmen. Im Dartboard sind es hier 4 Pinökel und 4 Schrauben mit so einem Senkkopf. So, und da wir uns hier an Rot ausgerichtet haben, werden die jetzt hier auf die Löcher aufgebracht. Hier oben ist das Ding glatt und unten steht es ein bisschen raus. Und da, wo es ein bisschen raussteht, das drückt man hier einfach drauf, dass das zentriert ist. Zack, 4-mal. Und dann fängt man jetzt an. Das Ganze sind auch selbstschneidende Schrauben. Ja, also hier oben festzuschrauben. Und ich sag's euch mal gleich, was der Kalle vorhin meinte. Mit den 4 Dingern wird das ganze System dann natürlich eingehangen und wird auch zuverlässig gehalten und kann dann in dem Rahmen schwingen. Wenn er jetzt aber das Dartboard dreht, und dafür sind jetzt diese Disk- oder Farbmarkierungen gemacht. Ich schraube ja jetzt 4 Löcher rein, damit das Dartboard einmal vernünftig gerade hängt. Wenn ich das Dartboard drehe, und das macht man ja ab und zu, dann muss ich jetzt hier jedes Mal 4-mal neu reinschrauben. Das heißt, wenn ich es einmal komplett gedreht habe, dann ist es ja hier laut Fahrtcode 1, 2, 3, 4, 5 Positionen, bevor sich das wiederholt. Das heißt, ich habe dann insgesamt 20 Löcher in mein Dartboard hinten schrauben müssen, beziehungsweise ja, jedes Mal das neu fixieren. Also für die Aufhängung kommt es auf diese Disk hier an. Bei Winmore Dartboards ist das entsprechend vorbereitet und ihr habt kein Problem, das hier zu fixieren. Theoretisch geht das auch für andere Dartboards, aber dann müsst ihr bei dieser Disk das ein bisschen anders machen, um die fest zu bekommen. Einmal ist hier die Mitte markiert, da wo normalerweise die Bullseye-Schraube ist. Das heißt, hier muss die Disk auf jeden Fall auch centered zu eurer Bullseye-Schraube sein, dass das schon mal passt. Und damit die sich dann eben nicht drehen kann und so weiter, gibt es die roten Markierungen. Die müssen dann ebenso nach oben auf die Triple 20 und nach unten auf die Doppel 3 zeigen. Und dann müsst ihr sie irgendwie mit kleinen, kurzen Schrauben fixieren an mindestens mal 2 oder besser 4 Punkten, dass die Disk sich nicht lösen kann oder halt rotiert. Und dann könnt ihr genauso über die Markierungen hier die 4 Pinökel für die Einhängung draufschrauben. Ich muss aber sagen, so richtig Spaß macht es eigentlich nicht. Das sah jetzt so im Winmore-Werbevideo eigentlich schön und schön bunt aus und so weiter. Aber wenn du es dann hier vor dir liegen hast, dann sind es doch erstmal recht viele Teile und auch recht viele kleine Arbeitsschritte. Und ich sag ja, man weiß eigentlich jetzt schon, wenn ich das Dartboard drehe, dann muss ich alle 4 Dinger lösen und muss das jedes Mal wieder neu fixieren. Aber gut, bei diesem System ist das so, ist halt grundlegend auch ein vollkommen anderes Konzept. Komme ich dann aber auch nochmal im Fazit dazu, wie ich das mit jetzt mir bekannten System im Vergleich so sehe. Die Vorbereitung vom Rahmen sieht dann so aus. Das sind ja hier diese vorgespannten Seile, die sind noch relativ lose. Die soll man so weit spannen, dass die sich maximal 4 bis 6 mm in beide Richtungen auseinanderbiegen lassen, also fest genug sind, um dann das Dartboard da drin einzuhängen. Der Rahmen selber soll dann so montiert werden, dass das hier im 45-Grad-Winkel auseinander geht von der Mitte. Und die Verspanner, also hier, wo die Kontermuttern unten drauf sitzen, wo man ein bisschen was einstellen kann, dass das nach unten zeigt. Also die beiden Spannmechanismen sollen dann unten sein und die Einhängungen oben. Also das mit der richtigen Vorspannung mache ich hier lieber erstmal auf einer Tischkante, bevor das Ganze an der Wand hängt, weil man muss ja hier auch mit diesem 6-Kant-Schlüssel vielleicht 1, 2 Umdrehungen machen und dann bist du da ständig am Rumfummeln. Das geht jetzt hier erstmal viel schneller und effektiver. Und wenn ich dann für mich hier die passende Spannung der Drähte habe, dann kann ich das ganze Ding an der Wand vormarkieren und dann anbohren und anbringen. So, na dann, schöne Winterbastelei, war bei besten Lichtverhältnissen. So macht man das immer, Data sowieso, immer schön improvisieren. So, hier ist meine markierte Mitte, das schön als Kreuz. Ist auch soweit ganz hilfreich, weil man soll das jetzt in so einem 45-Grad-Winkel idealerweise montieren. Das finde ich alleine schon immer ein bisschen fummelig. Mir gefällt es hier fast besser, wenn man so wie hier einen Dart einfach in die Mitte passen kann, dann hält es schon relativ gut. Und dann kann man jetzt hier nach Augenmaß, finde ich, ganz gut auch einen 45-Grad-Winkel für sich hier einrichten und muss dann nicht hier krampfhaft den ganzen Rahmen so festhalten. So, und jetzt finde ich es natürlich schon auch ein bisschen ätzend,
dass man 4 Haltepunkte hat mit je 2 Löchern. Also auch schon wieder 8-mal bohren. Rahmen hängt. Ich habe mir, wie gesagt, einfach erstmal mit 4 Schrauben an der Wand fixiert. Das sieht gut aus. Die Vorspannung der Dinger hier habe ich auch soweit schön festgemacht. Naja, und jetzt ist das Thema einfach an diesen 4 Pinökel Dartboards drehen und etwas leicht über dem Bullseye wohl hier zack dran bamseln und einhängen. So würde ich sagen, okay. Aha, und man sieht, das ganze Ding hängt fest und ist auch fixiert. Das dreht sich nicht, sondern schwingt tatsächlich entkoppelt von der Wand. Naja, wenn das bamselt, dann brauche ich ja jetzt nur noch mein Dartboardlicht hier wieder draufklipsen. Oder ich habe gerade ein Problem, dass zum Beispiel mein Illumina Light gar nicht passt. Okay, dann das Winmo Plasma. Ich meine, kommt aus dem eigenen Hause. Damit ist es soweit schon kompatibel. Aber auch hier, ihr seht, ich habe das jetzt hier mal provisorisch einfach drüber gehangen. Es hat ja einen ganz anderen Lochabstand. Also hier hätte ich jetzt 8 Löcher original gebohrt. Ich habe jetzt 4 und dann hätte ich ja 3 nochmal fürs Plasma gehabt. Also da kommen ganz schön viele Löcher für so eine Wand zusammen. Ich denke mal, das ist auch mit ein Grund, warum Winmore gesagt hat, okay, bei diesem Rahmen bieten wir nochmal ein separates Lichtsystem für rund 50 Euro an, was dann ohne Bohren auch draufgeklipst wird. Aber ich habe ja noch das Winmo Polaris. Und das ist ja auch werkzeuglos. Das wird einfach oben drauf geklipst. Und das wird soweit schon funktionieren. Muss ich nur wieder ein bisschen fummeln mit dem Surround und das Licht dann so drauf machen. Aber gut, für das Setup hier mache ich das jetzt mal so. So, und genau das war immer ein bisschen das Fummelige, finde ich, am Polaris. Dass man das erst mit dem Surround irgendwie zusammen drauf babseln muss. Und jetzt dann nochmal in den Rahmen klemmen. Das macht es jetzt nicht direkt. Boah. Ja klar, das ist ja auch kein weicher Winmore Surround. Das ist das etwas härtere, haltbare Designermaterial. Aber gut. Das passt erstmal. Und schwingt es jetzt immer noch genug? Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Oh. Also, das Ganze hier nochmal mit einem weicheren Winmore Surround. Okay, aber das federt besser. Wobei ich ehrlich gesagt leider, so schön der Rockstar Surround erstmal ist, das auch nicht empfehlen kann. Das ganze Ding hier kostet, glaube ich, 50 Euro oder sogar mehr. Und dann hatte ich hier einmal im letzten Jahr Weihnachtsdeko dran. Und ihr seht schon, Tesafilm, ne? Ihr zieht alles damit ab. Ich habe die unteren Streifen vorsichtshalber dran gelassen, damit ich den Rockstar nicht ganz los werde. Ihr seht, was passiert. Das ist natürlich total schade als Fan, dass du dann hier direkt so ein zerfleddertes Ding hast. Okay, das war jetzt einiges an Aufwand. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und gefühlt klingt es im Raum schon mal deutlich heller. Also der Ton, wenn die Darts im Board landen, wird höher. Hallo Leute, neuer Tag, neues Glück. Frau ist auf Arbeit, das heißt, hier ist ordentlich ruhig, aber das mit dem System, mit dem Aufbau, ganz ehrlich, das war bisher kein Spaß. Und um jetzt vernünftige auch mal Messwerte zu kriegen und halbwegs vergleichbare, werde ich das Ding jetzt hier unten nochmal abmontieren und gehe in mein Darts
Trainingszimmer. Denn da habe ich die Möglichkeit, zum einen mal vollkommen ungedämmt zu vergleichen, dann mit dem von mir bevorzugten System von Dartherz, was ich oben die ganze Zeit schon im Einsatz habe. Na und dann bohre ich halt das Ding da oben nochmal an mit 4 Löchern, weil in der Wand ist eh egal im Trainingsraum. Ich denke, auf die Art kriege ich für mich halbwegs vergleichbare Daten zusammen und für euch dann auch soweit eine objektive Zusammenfassung der Vor- und Nachteile dieses Systems aus meiner Sicht. Und dann auch direkten Vergleich zu einem von mir schon lange eingesetzten und auch bevorzugten System zu auch komplett ungedämpft. So, und hier sind wir oben in meinem Dart-Trainingsraum. Hier habe ich mein Dartboard hängen mit einer Illumina-Beleuchtung auf dem viel leiser Entkopplungssystem von Dartherz. Das nutze ich in dem Setup schon sehr, sehr lange und bin damit echt zufrieden. Aber für Vergleichswerte werde ich das gleich alles nochmal abmontieren, das nackte Dartboard an die Wand bringen und dann fange ich mal mit den Messungen komplett ungedämmt an, sodass eben Vergleichsmöglichkeiten unter gleichen Bedingungen gegeben sind. Und die sehen folgendermaßen aus, darum glaube ich, ist der Raum hier oben einfach besser geeignet. Hier habe ich zum einen natürlich einmal eine Wand und dann hier eine Tür, um den Raum zuzumachen. Das ist gut so. Ich habe aber auch hier einen zweiten Nachbarraum und die Wand, auf die wir hier schauen, ist genau die rückwärtige Wand zu dem Dartboard. Wenn ich also jetzt gleich das Ding komplett nackt mal montiere, werde ich hier drüben mit einem Lautstärkemesser mal anzeigen, wie das klingt und wie laut das ist, wenn ungedämmt im Nachbarraum ja quasi Dart gespielt wird, wie sich das für andere anhört. Das System hängt und ist jetzt hier auch mit den Schrauben soweit fixiert, sitzt fest an der Wand und jetzt mache ich einen Surround drüber. Und dann starte ich mal mit den Messungen. So, jetzt bin ich hier im Nachbarraum. Glücklicherweise kann ich mein Handy knicken. Im Abstand von einem Meter zur Wand werde ich jetzt gleich messen, wenn die Darts aufs Dartboard treffen, wie laut das hier im Nachbarraum ankommt bzw. wahrgenommen wird. Mal als Referenzwert bei absoluter Ruhe. Sind es zwischen 15 und 19 Dezibel. Vielleicht hört das ein kleines bisschen auf der Straße, die hier in der Nähe ist. Die Nachbarn, die im Garten sitzen, hat man also immer so ein gewisses, ich nenne es einfach Grundrauschen. Na, das ist hier also die ganz normale, ruhige Lautstärke an einem Wochenendtag. So, ich hoffe, die Kamera drüben zeichnet auf und jetzt bin ich mal gespannt, was die dann gleich an Lärmpegel registriert. In Wahrnehmung hier im Raum, vom Klang ist es leicht gedämpft, ruhig, alles ganz normal. Schöne 121, aber auf Scoring kommt es ja nicht drauf an. Wir wollen ja wissen, wie sich der Lärmpegel gestaltet. So, haben wir 3 Messungen mit 23 Gramm Dartpfeilen übrigens, aber das Gewicht spielt jetzt keine so große Rolle. So, jetzt habe ich wieder mein Dartherz viel leiser System angebracht. Ich habe jetzt hier auf auch eine Standard-Zweilochhalterung gewechselt, dass das hier alles unter gleichen Bedingungen abläuft. Nochmal den Bullseye-Höhe gemessen, nicht den Abstand, sondern die Höhe 1,73. Das ist super, hängt also optimal.
Naja, und jetzt kann hier wieder mein Nodor Dartboard drauf. Und hier habe ich jetzt nichts verändert. Ich nehme genauso jetzt auch die Rotalock Dinger bzw. Superlock heißt bei Nodor, kommt aufs Gleiche raus und befestige jetzt auf dieser Halteplatte von dem Denim-System, das wie gesagt durch die Wand entkoppelt ist wegen der Matte und weil die Matte selbst ja an anderen Haltepunkten befestigt ist, sodass das System im Prinzip auch schwingen und wackeln kann. Das ist anfangs optisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten kein Ding. So, ist montiert. Ihr seht auch hier im Prinzip sowas wie schwingungsgelagert. Je nachdem, wo die Pfeile auftreffen, kann man das Board so ein kleines bisschen sich bewegen sehen. Aber es ändert nichts am irgendwie Bouncern oder sonst was. Ist ganz normal zu bespielen, aber eben entkoppelt. Also wieder Surround drauf. Und dann wird die nächste Messung gemacht. Und dann bin ich einmal gespannt, wie es dann nochmal im Vergleich mit dem Winmo Whisper ausschaut. Na und jetzt bin ich gespannt. Drei Würfel mit dem viel leiser von Dartherz. Na gut, haben wir auch hier drei Aufnahmen. Ich sag's euch, Leute, aktuell habe ich gerade nicht so richtig den Bock, ne? Aber okay. Jetzt habe ich hier einfach mal das Winmo Plasma drauf gemacht, denn damit ist es ja zumindest kompatibel und ich habe jetzt hier ein anständiges Licht. Aber auch hier ist ja dieselbe Familie. Also wenn ihr das Plasma schon hängen habt, dann ist das okay, dann kann man das Winmo Whisper nachträglich einbauen. Umgekehrt, so wie ich das jetzt gemacht habe, kannst du natürlich nicht mal eben hier dann auch noch bohren. Da wäre es fast cool gewesen. Es gäbe hier kleine Ausschnitte, die dann in dem Winmo Whisper schon vorgesehen wären. So U-Ausschnitte, dass man tatsächlich auch nachträglich zum Beispiel ein Plasma nachrüsten könnte. Und jetzt nicht zwanghaft das Stecklicht. Aber gut, bin gerade im Jammermodus. Ihr merkt das. So, jetzt habe ich hier diese Disc hinten wieder drauf gemacht mit den roten Haltepunkten nach oben auf die 20 ausgerichtet, so wie es sein soll. Und jetzt wird es ja hier leicht über Bullseye einfach so draufgesetzt, draufgehangen. Huh, kurzer Schreckmoment, aber wenn dann so hin und her wackelt, jawohl, dann federt die ganze Geschichte. Das sieht ja grundlegend mal cool aus und das werden wir gleich nochmal mit einem Surround versehen. Und dann geht's an die nächste Messung. So. So, Rockstar, steh mir bei. Na dann, Messung Nummer 3, jetzt mit dem Winmo Whisper Entkoppelungssystem und ein bisschen schöneren Ringlicht. Das muss man ja schon sagen, das Plasma ist nach wie vor ein echt gutes Dartboardlicht. Im Raum gefühlt ist der Ton, wenn die Darts ins Board treffen, heller als vorher. Also statt dumpfer, basslastiger wird er wohl tonal höher.
Schade, dritten verzogen. Aber ich mache noch einen. Okay, mal dann schauen wir uns mal die Messwerte an. Ja, ein System, mittlerweile der dritte Tag an Arbeit. Ehrlich gesagt bin ich selber froh, das jetzt hier zu einem Abschluss zu bringen und euch meine persönlichen Eindrücke zu dem Winmore Whisper zu schildern. Und ich fange mal mit den positiven Aspekten an. Winmore hat nicht zu viel versprochen, sie geben minus 24 Dezibel, die man einsparen kann, an. Das kann ich durch meine Messwerte sehr gut auch bestätigen. Bei mir liegt der Unterschied von einem normalen ungedämmten System jetzt auf das Winmore Whisper bei minus 25 Dezibel. Und wenn man als Richtwert jetzt mal annimmt, es ist abends, es ist ruhig, du willst darten, andere aber vielleicht schon schlafen, die müssen am nächsten Tag früh raus, dann sagt man, dass so 40 Dezibel schon schlafstörend sein können. Winmore selber sagt auch, es ist kompatibel mit allen ihren Dartboards, die zwei Löcher im Backboard haben. Auch da Haken dran, stimmt. Im Grunde geht es auch mit allen anderen Dartboards. Da muss man sich halt eine Lösung ausdenken, wie man die Disc schön zentriert und fest hinten auf das Backboard anbringt. Dann kannst du es theoretisch eigentlich auch mit anderen Dartboards verwenden. Ist halt ein kleines bisschen mehr Aufwand. Die Lösung an sich ist interessant, die funktioniert, der Rahmen und so weiter, das ist soweit auch stabil hochwertig gemacht. Und Winmore legt eigentlich auch alles dabei, was du für die Montage und das Aufhängen benötigst. Als neutral sehe ich jetzt einfach mal den Zeitaufwand, den du halt für die Montage, für das Anbringen brauchst. 8 Dübel bzw. Löcher finde ich persönlich jetzt ein bisschen viel für das Rahmensystem. Ich habe es jetzt mit 4 gemacht, das geht genauso gut. Und dann halt nochmal die 4 Pinökel auf dem Dartboard. Das ist bei dem System halt einfach so, von daher sage ich, okay, ein bisschen Aufwand ist es, aber dafür hat man auf jeden Fall auch genau das versprochene Ergebnis. Ein Preis von 95 Euro, okay, sehe ich jetzt auch neutral, weil der liegt eigentlich so im Mittelpunkt der mir bekannten Lösungen. Denn das Dartherz für leiser System, das ich hier jetzt im Vergleich noch mit reingenommen habe, ist etwas preisgünstiger zu bekommen. Und zum Beispiel die Lösung von Carella mit dem Schallschutzsystem, die liegt deutlich darüber. Was mich ein bisschen frustriert hat und wo es ein bisschen Einschränkungen gibt, das ist die Sache mit, es sind nicht alle Lichtsysteme mit diesem Winmore Whisper Rahmen kompatibel. Gerade bei 180 gibt es ein bisschen ein Thema, die 180 Lite, also die neuere Version mit USB-Kabel, die lässt sich da jetzt so ohne weiteres nicht mehr einklemmen. Und genauso auch meine große 180 Illumina, die hatte ja eine vorgegebene Höhe und der Rahmen ist genau jetzt über diesen Dübellöchern, sodass man eigentlich das Illumina-System, wenn man es dann hat, auch nochmal höher setzen müsste. Bei Lichtsystemen, die ihr einfach in den Surround klemmt oder die magnetisch dann auf dem Dartboard halten, ist es natürlich gar kein Thema. Aber je nachdem, welchen Surround ihr da auch einsetzt, kann das Schwingungsverhalten nach meinem Dafürhalten mal besser und mal weniger gut ausfallen. Soweit okay, dass Winmore auch ein Lichtsystem anbietet, das genau mit diesem Ring kompatibel ist und euch weitere Bohrarbeiten und so weiter spart. Eine gewisse Abwärtskompatibilität zu dem Winmore Plasma hätte ich noch cool gefunden. Durch ganz einfache U-Ausschnitte im Rahmen könnte man gewährleisten, dass auch im Nachgang bei einem montierten Whisper-System auch das Winmore Plasma noch markiert und angebracht werden kann. Auch das Drehen des Dartboards wird hier ein kleines bisschen aufwendiger. Ihr müsst das System aushängen, die 4 Pinökel rausschrauben, nach Farbsystem dann wieder mal an 4 anderen neuen Positionen reinschrauben, dann könnt ihr es wieder reinhängen. Insgesamt, wenn man es dann einmal drauf hat, geht es ja relativ fix, ist aber einfach ein Mehraufwand, den du bei anderen Systemen nicht hast. Gerade auch jetzt im direkten Vergleich zum Dartherz viel leiser System. Hier habe ich halt eine Halteplatte auf meinem entkoppelten System und da kann ich
jede Dartboard-Halterung anbringen. Ich kann auch jedes Lichtsystem uneingeschränkt nutzen und damit kann ich auch mein Dartboard so oft und so einfach drehen, wie auch immer ich will. Darüber hinaus ist das viel leiser System unter gleichen Rahmenbedingungen sogar noch etwas effektiver in der Geräuschminimierung. Im Schnitt waren es hier 26,5 Dezibel und wie gesagt, das Winmore Whisper kam bei mir im Schnitt auf 30 Dezibel. Zum Carella Schallschutzsystem kann ich hier nichts sagen. Ich plane da auch gar keinen Vergleich, denn ehrlich gesagt finde ich, weit über 100 Euro ist deutlich zu teuer und ich erwarte nicht, dass es so viel effektiver als zum Beispiel jetzt die beiden hier miteinander verglichenen Systeme ist. Ich denke, hätte Winmore das System vor 2 oder 3 Jahren auf den Markt gebracht, dann wäre das wahrscheinlich wirklich eine super Innovation und würde viele, viele Liebhaber finden. Denn es funktioniert auf jeden Fall effektiv. Da es aber einige Auswahl und damit auch Alternativen gibt, die in Teilen günstiger oder gar effektiver funktionieren, meine Meinung, ist Winmore einfach zu spät damit jetzt auf dem Markt. Aber wie immer ist auch eure Meinung natürlich gefragt. Schreibt mir sehr gern in die Kommentare, ob ihr euer Dartboard schon entkoppelt habt oder welches dieser hier vorgestellten und genannten Systeme für euch in Frage kommen würde. Wenn für euch ein Abo in Frage kommt, freue ich mich natürlich auch darüber. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Das war jetzt ein bisschen längeres Video, aber ich hoffe, ihr konntet für euch auch was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.